Na klar. Hallo, freut mich, ich bin Henry. Laila und ich müssen zusammen eine Projektarbeit vorbereiten. Was? Sie muss mit dir zusammenarbeiten? Hallo, Henry. Oh, böse Blicke. Lass ihn, Alex. Du hättest ihn immerhin begrüßen können. Henry, das ist mein idiotischer Bruder. Wie du sicher gemerkt hast, ist er sehr höflich und zuvorkommend. Ja, mir egal. Ich wollte eh gerade los. Viel Spaß. Mein Bruder verlässt das Haus und ich bitte Henry herein. Ja. Oh, guten Tag, junger Mann. Die Mutter ist natürlich gleich. Guten Tag, ich bin Henry. Er streckt meiner Mutter die Hand entgegen, die sie schüttelt. Ich bin Caroline, Lailas Mutter. Freut mich. Oh, also, du bist Henry? Henry? Mama, du blamierst mich. Henry sieht überrascht aus. Ja. Ich merke, wie ich rot werde. Ich versuche meiner Mutter mit den Augen ein Zeichen zu geben, aber sie bemerkt es nicht. Ich glaube, sie ignoriert es einfach gekonnt. Meine Mutter, oder wie trete ich gekonnt in Fettnäpfchen? Ja, Mama, das ist Henry. Er hat sich ja vorgestellt. Wir gehen dann mal nach oben, okay? Ja, frohes Schaffen. Ja, voll immer schön rein ins Fettnäpfchen, ne? Wir gehen in mein Zimmer. Ich schließe die Tür und hole tief Luft. Ich weiß nicht, wer peinlicher war, Alex oder meine Mutter. Ah, deine Mutter ist sehr sympathisch. Ja, aber manchmal redet sie ein bisschen zu viel. Das habe ich zweifellos von ihr geerbt. Oh, ganz schön viel Nagellack. Ja, Jasmin und ich lieben Nagellack. Das sehe ich. Aber das sind ziemlich viele Farben doppelt, oder? Die Definition von Farben, ihr kennt das, ne? Für Männer gibt's weiß, schwarz, blau, rot, gelb, grün, grau und vielleicht nur Ocker. Für uns Frauen gibt's Zitronengelb, Sonnengelb, Flieder, ne, ne, Flieder. Warte, Schmetterlings, so, Zitronenfaltergelb, dann gibt's Weiß, dann gibt's Cremeweiß, dann gibt's vor allem, ne, Rosa, Magenta, Pink, Schweinchenrosa, also Altrosa und ach Gott. Nein, du Banause, guck mal genau hin. Der hier ist rosa mit Glitzer. Der da auch, aber der Glitzer ist viel größer und hier geht mehr ins Rötliche, während der andere eher ins Pinke geht. Er sieht mich an, als spreche ich Chinesisch. Obwohl bei ihm weiß man nie, vielleicht versteht er sogar Chinesisch. Von Nagellack versteht er jedenfalls nichts. So viel ist sicher. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und nehme mir etwas zu schreiben. Ich biete ihm an, sich auf mein Bett zu setzen. Er öffnet seine Tasche und holt seine Sachen heraus. Henry sitzt auf meinem Bett. Henry sitzt auf meinem Bett. Henry sitzt auf meinem Bett. Nein, jetzt wird's langsam wird. Ich rutsche wie ein Teenager auf meinem Stuhl hin und her. Und schon Ideen? Womit sollen wir anfangen? Ich tue so, als hätte ich schon ganz viel nachgedacht und dabei habe ich bisher nur das Nötigste getan. Ich glaube, das merkt man. Aber er sagt nichts. Er ist zu höflich. Henry hat schon ein paar Ideen. Er erklärt sie mir. Er ist echt intelligent. Alleine wäre ich auf all das nie gekommen. Ich erkläre ihm auch meine Ideen. Es sind zwar nicht so viele wie seine, aber ich glaube, manches ist trotzdem ganz interessant. Ja, das finde ich sehr passend. Und was machen wir jetzt? Schneiden wir hübsche Bilder aus den Zeitschriften unserer Eltern aus und kleben sie auf ein Plakat? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht wirklich über die Form nachgedacht. Ich auch nicht. Wir tauschen ein paar Ideen aus, aber was besonders toll ist, ist nicht dabei. Unser Thema ist gut, aber uns fehlt noch die richtige Präsentationsart. Wir sind uns einig. Es sollte originell sein.
Wir diskutieren fast eine Stunde, aber ohne Ergebnis. Ohne es zu merken, habe ich mich ihm gegenüber aufs Bett gesetzt. Wir sitzen beide auf meinem Bett, wir sitzen beide auf meinem Bett, wir sitzen beide auf meinem Bett. Ich stehe auf. Oh weh, weh. Komm, lass uns ein bisschen raus an die frische Luft gehen. Lass uns in die Stadt gehen. Wir drehen uns mit unseren Ideen im Kreis. Und ich werde sonst langsam verrückt. So ein kleines bisschen. Ja, vielleicht, ne? Gute Idee. Vielleicht bekommen wir dadurch neue Ideen. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Es ist so tolles Wetter. Nicht eine Wolke am Himmel. Das liebe ich. Auch wenn es dabei allmählich ziemlich kalt wird. Ja. Okay, Gespräche über das Wetter sind nicht so für ihn. Ist angekommen. Wir spazieren durch die Stadt. Samstagnachmittag ist in den Straßen viel los. Wir reden weiter über die Projektarbeit und über alles, was uns sonst so einfällt. Es ist wirklich hilfreich, dass ich erst vor einigen Wochen sein Buch gelesen habe. So ist die Erinnerung daran in meinem Kopf noch frisch und ich verstehe seine Anmerkungen. Henry geht langsamer, als wir an einem kleinen Laden mit Computerspielen vorbeikommen. Den hatte ich bisher noch nie bemerkt. Stört es dich, wenn ich kurz hineingehe? Du kannst hier draußen auf mich warten, wenn du nicht mitkommen möchtest. Wenn du möchtest, gehen wir danach auch in einen Laden mit Nagellack. Ich verdrehe die Augen. Das stört mich nicht, keine Sorge. ja. Henry betritt den Laden. Der Verkäufer unterhält sich gerade mit einem jungen Kunden. Nein, Gabriel, wenn du wiedergekommen bist, um noch einmal einen Nachlass für die Gesamtedition von Großer Autodieb 6 auszuhandeln, brauchst du es gar nicht erst zu versuchen. Nein, Johann. Stell dir vor, ich habe das nötige Geld dabei. Henry dreht sich zu mir um. Ich glaube, er stellt sich dieselbe Frage wie ich. Könnte dieser Gabriel der kleine Bruder von Remy sein? Er trägt fast denselben Jogginganzug wie Enzos Kumpel und die beiden Jungs sehen sich ziemlich ähnlich. Gabriel holt ein paar Scheine hervor, zahlt und geht. Henry nähert sich der Ladentheke. Der Verkäufer kennt ihn sofort. Ey, Henry! Deine Bestellung ist eingetroffen. Du wirst sehen, das Spiel macht süchtig. Henry und der Verkäufer scheinen sich gut zu kennen. Offenbar gehört er hier zu den Stammkunden. Hallo, Johann. Danke. Wie viel bekommst du dafür? Der Verkäufer nennt ihm den Preis und Henry zahlt. Endlich bemerkt Johann meine Anwesenheit. Oh, du hast eine neue Freundin mitgebracht. Sie sieht toll aus. Hey, Jo, komm mal. Henry ist mit einem Mädchen hier. Oh Gott. Nein, nein, Johann. Ah, ich glaub's nicht. Und sie sieht wirklich toll aus. Jonathan Frakes. X-Factor, das ist unglaublich. Oh Gott, Entschuldigung. Mir hat es die Sprache verschlagen. Das geht alles etwas zu schnell. Ich laufe knallrot an. Hey Jungs, wir sind nicht zusammen. Das ist Laila. Sie ist nur eine Freundin. Er schaut mich an und lächelt kaum merklich. Freut mich. Ich bin in Henrys Klasse und... oh mein Gott. Da, direkt neben mir, die Collector's Edition von Last Fantasy 18 zu verkaufen. Zum Greifen nah. Ah, aber ihr habt das neueste Last Fantasy in der Collector's Edition. Mein Gott, ich glaub's nicht. Das ist genial. Es ist überall ausverkauft. Aber du kennst das Spiel? Klar, mein Bruder und ich haben alle anderen schon durchgespielt. Es war nicht so leicht, die letzte Waffe in Teil 17 zu finden, aber wir haben es geschafft. Wir haben selbst Geranova besiegt. Geranova? Das ist der härteste Boss der ganzen Saga. Klar, deshalb bin ich ja auch so stolz drauf. Eieieiei. Wow, ihr habt auch die ganze Serie von Battle Hero Super Tonic. Wenn ich das Alex erzähle. Das spielst du auch? Klar,
Ich habe sie alle. Es gibt dazu auch einen tollen Comic. Die Serie ist nicht ganz so gut, aber man kann sie trotzdem gut ansehen. Okay, ich glaube, es ist ein bisschen verstört. Ich liebe diesen Autor. Wo hast du denn dieses Mädchen gefunden? Da gibt's selbst die Figur dazu. Die habe ich noch nie in echt gesehen. Ah, die ist sogar fast noch schlimmer als du, Henry. Jonathan und Johan, also Jonathan und Johan, lachen beide. Henry ist immer noch geschockt. Dann lächelt er mich schließlich an. Wenn ich das gewusst hätte. Wenn du was gewusst hättest. Das hätte ich nicht erwartet. Aber um ehrlich zu sein, überrascht es mich gar nicht so besonders. Hm? Bei dir überrascht mich gar nichts mehr. Gut, gehen wir wieder? Aber natürlich, ja. Tschüss, Jungs. Tschüss. Du Glückspilz. Gehen wir uns noch etwas anderes ansehen? warte mal. Was haben wir denn noch? Ah, wir können ein Foto machen. Und dem müssen wir ein Foto machen. Das ist dann... Das ist nicht mein Lieblingsspiel, aber ich weiß, dass Alex es total toll findet. Er wird diesen Laden lieben. Ach ja, der Preis. Er hat es ganz schön in sich. Das ist total teuer. Okay. Müssen wir noch ein weiteres Foto machen? Nee, okay, vielleicht müssen wir nochmal ein Foto machen. Ah, ich kann jetzt nicht mehr Foto machen. Sollen wir über Remy reden? Nein, warte mal, über... Gabriel. Meinst du, das war der Gabriel? Keine Ahnung, aber er sah Remy schon ziemlich ähnlich. Ja, die Ähnlichkeit war beeindruckend. Hast du gesehen, wie viel die Spiele gekostet haben, die er gekauft hat? Diese Collection kostet ein Vermögen. Ja, genau, das macht mir Sorgen. Ja, nicht nur dir. Entschuldigst du mich eine Minute? Ich muss meinen Bruder anrufen. Oh, ja, tu das. Ich nehme mein Handy und rufe Alex an. Er ist schon in der Stadt. Vielleicht kann er kommen und das Spiel kaufen. Während ich telefoniere, sehe ich, wie Henry auf zwei jüngere Mädchen zugeht. Er bückt sich und hebt eine Tüte auf, die einer der beiden runtergefallen ist. Entschuldigung, ist das... Zicke Nummer 1. Was will denn die Brillenschlange? Für wen hältst du dich? Warum redest du mit uns? Sie lassen ihm keine Zeit zu antworten. Er wirkt erschrocken. Die Gemeinheit der beiden Mädchen scheint ihn zu überraschen. Er glaubt, er könnte sich an uns anderen machen. Unglaublich, lol. Die beiden kichern wie Hyänen. Hast du dich mal angeguckt? Sieh weg, sonst denken die Leute noch, wir würden mit dir reden. Alex, ich rufe gleich nochmal an. Bis dann. Ich lege auf. Ich gehe zu Henry. Er hat mir den Rücken zugewandt. Mit einem breiten Lächeln nehme ich seine Hand und hänge mich bei ihm ein.